So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch wieder heute Morgen. Wir haben wieder ein spannendes Thema. Weitere geheime Durchsagen habe ich es genannt. Botschaften von der anderen Seite. Ich meine, wir können nicht immer so ein Feuerwerk abbrennen, wie jetzt das die letzten zwei, drei Mal war. Manchmal sind auch leisere Töne dabei oder nicht so Sensation. Aber ich versuche euch wieder so wahrhaftig wie möglich die Dinge zu benennen, die jetzt passiert sind, beziehungsweise auch einzelne Nachrichten, die ich gekriegt habe. Das Erste, was vielleicht wichtig zu wissen ist, es ist ja seit 3 Wochen eine echte Lawine bei mir losgebrochen. Ja, allein jetzt durch diese zwei, drei Videos, ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da passiert ist, was das für Wellen geschlagen hat. Die Menschen sind auf die Friedhöfe, die haben Fotografien rausgesucht von ihren Ahnen, die haben Kerzchen angebrannt, die haben Gebetskreise gebildet. Ich habe tonnenweise Gedichte, Fotos geschickt bekommen, sogar Tagebücher von, also aus der von vor 80 Jahren von Zeugen dieser Zeit. Und wir haben sogar jetzt, ich war ja jetzt in diesem spirituellen Ort, dieses Ashrams in Kirchheim, da hat mein Vortrag so viel losgebrochen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, da waren ja ungefähr 1000 Leute drin in dem riesigen Saal. Und die haben dann alle zu weinen angefangen. Die waren alle berührt, ja, als wir da für die Ahnen gebetet haben und ich auch diesen Brief der Ahnen vorgelesen habe, ja. Und dieses Kloster hat dann wirklich im Nachhinein, haben sie sich zur Aufgabe gemacht, wenn sie dann dieses Gebetsingen machen, oder Chanten nennen die das ja, dass sie auch diese Verstorbenen oder die Gefallenen oder all die Menschen der letzten Kriege mit in die Gebete mit reinnehmen. Also das war für mich ganz, ganz glücklich, das zu beobachten. Ja. Also das nur so weit. Übrigens, ich möchte auch erzählen, was da sind ja seltsame Sachen auch passiert. Ich habe es teilweise gar nicht so mitgekriegt. Das Publikum hat mir das nur danach gesagt. Also diese Gebete oder diese Briefe, die an vorgelesen haben, hätten angeblich die Lichter wären hinten aus und angegangen. Wir hätten Schmetterlinge im Saal gehabt. Was haben sie noch erzählt? Die Fahnenstangen vor dem großen Gebäude hätten plötzlich irgendwie das Rütteln angefangen. Es war überhaupt kein Wind da. Also es sind lauter schräge Sachen passiert. Und was ich persönlich auch sehr berührend fand, als ich da diese Rede gehalten habe vor dem Riesenpublikum und mir halt dann auch die Tränen so ein bisschen gekullert sind, als ich da diese Nähe oder dieser Seelen gespürt habe und dieses Gebet gesprochen habe. Und als ich da geweint habe, dann kam von ganz, ganz hinten plötzlich auf dieser Mittelstraße, also mit dem Teppich, also zwischen den großen Blocks, gab es so einen Weg, ja, kam ein kleines Mädchen angerannt mit langen, wehenden Haaren und einem hübschen langen Kleidchen und ist hilfesuchend nach vorne gerannt gekommen, weil sie zu der Mama gesagt hat: Guck mal, die Frau da vorne ist traurig. Ich muss die doch jetzt trösten. Ja, und es war die kleine Frieda. Und die Frieda ist dann noch nach dem Vortrag ewig noch am Abend um mich rumgekurvt und hat nie sich richtig getraut, mich anzusprechen, bis sie sich dann wirklich an mich herangetraut hat. Also das war ein ganz feines Mädchen, hochsensibel Mädchen. Und ich habe mit meiner kleinen Frieda dann auch sogar noch ein Foto gemacht, ja. Ja, das zu diesen Ereignissen mit dem Kongress, das hat sehr stark nachgewirkt. Das war natürlich auch sehr, sehr erschöpfend, weil seit diesem Zeitpunkt unglaublich viele Menschen anrufen, anschreiben, Briefe. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Das, was ich alles gekriegt habe, da bräuchte ich 4 Wochen, das überhaupt alles durchzulesen, geschweige denn, dass ich, wenn ich da antworten wollte. Ne? Also habt ihr ein bisschen Nachsehen mit mir, dass das ja, das jetzt langsam an Grenzen geht, die meine Kapazität übersteigen. Zumal ja jetzt auch das Buch rausgekommen ist. Ich tue es mal ganz, ganz zufällig. Man soll ja nicht so Werbung machen, ja. Aber zufällig, mein Buch ist jetzt endlich erschienen. Das ist weggegangen wie die warme Semmel auch auf dem Kongress. Es sind nur noch die Kartons geflogen.
Und also wer sich's erwerben will, ich tue euch den Link unten rein. Ja, es ist ein ganz, ganz besonderes Buch gewesen. Also wer es in den Händen hält, ihr werdet sehen, das ist kein normales Buch. Das kann man auch nicht lesen wie ein normales Buch. Es ist geronnene Zeit quasi, ja. Ich nehme euch an der Hand und führe euch in Texten oder poetischen Gedanken durch die letzten, ja, 7, 8 Jahre. Und ich glaube, jeder, der mal nur für 5 Minuten in das Buch reinliest, wird tiefst berührt sein von den Dingen, die da eingegeben sind an Texten, ja. Weil ich behaupte mal, also ich möchte jetzt bestimmt nicht auf die Trommel hauen, wisst ihr, ich behaupte mal, dass das ein sehr, sehr wichtiges Buch in der Zukunft noch sein wird, dass es sehr viel Wellen schlagen wird oder sich von selbst verteilen, weil ich habe kein Marketingapparat und auch keine Buchmarketingfirma im Hintergrund, sondern ich mache das aus meinem kleinen Empfinden und versuche es in die Welt zu tragen. Ja? Und da ist die Seele dieses Landes drin, die Tiefe dieses Landes, das Herzblut unserer, ja, unseres Landes. Also wer das Gefühl hat, er will sich's mal anschauen oder bestellen, dann tut es. Also ich verdiene kaum was. Wer selber Bücher schreibt, weiß, da ist kaum was verdient, sondern es soll auch ein Geschenk quasi an euch sein für vielleicht die nächsten Jahre. Gut, nächstes Kapitel, was wichtig ist, es fluten hier unglaublich viele Infos bei mir rein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein Alltag ausschaut. Ich bin am Tun, am Machen, am Autofahren, am Essen, und ständig fließen Botschaften rein. Das geht viel schneller, als wie wenn ich jetzt mit euch rede. Und dann habe ich immer irgendwelche, ich habe mal so ein Fetzen mitgebracht, dann schauen bei mir diese Notizen so aus während dem Essen und ich krackel das dann alles voll, das Rote, dann die Botschaften, die einfließen. Und ich kann euch auch, wie gesagt, immer nur einen Bruchteil dessen vermitteln, was hier einfließt. Und weil viele doch ein bisschen irritiert waren und sagen, ja, die Susanne, wo geistert sie jetzt rum? Ist sie jetzt total bei den Esoterikern eingetaucht? Nee, ich habe es euch in den anderen Videos benannt. Es ist eine Wahrnehmung, die ich habe schon seit Kindheit an. Es ist ein, wie soll man das denn sagen? Ich nehme es mal in einem Zwiebelbild. Ja, es ist ein holographisches Erfühlen. Ich kann in verschiedene Bewusstseinsschichten eindringen. Stellt euch einfach vor, in der Mitte hast du einen Kern, einen Ursprungspunkt und dann hat es da ganz viele Zwiebelschalen und ich kann vom Bewusstsein quasi in verschiedenste Bewusstseinszustände oder auch Zeit, wie soll ich es denn sagen, Zeit als solche gibt es nicht, weil es simultan ist. Aber ich kann in jede Zwiebelschicht rein und ich kann jeden beliebigen Punkt in dieser Zwiebelschicht besetzen und kann da aus verschiedenen Perspektiven auf irgendeine Sache drauf gucken. Und was auch viele nicht ahnen, zwischen den Zwiebelschichten gibt es auch Bewusstseinsschichten. Also bloß weil wir das nicht sehen, ist das auch ein Bewusstseinsraum, der auch angedockt werden kann. Also wenn ich zu diesen Seelen spreche oder die melden sich ja von selbst, also ich akquiriere die nicht oder das ist für mich auch so ein heiliger Raum, wo ich jetzt nicht reinfrage oder sagt, Karl Otto, jetzt kommst du heute und du musst mir jetzt sagen, wie war das beim Krieg so und so. Und also ich kann nicht sehen, wisst ihr? Ich kann jetzt, wenn mal einer sagt, jetzt such mal, wo da mein Opa gefallen ist oder such mal, wo da ein Goldschatz liegt, sehen kann ich es nicht. Ich kann nur in Bewusstseinszustände rein und kann dieses Bewusstsein abrufen. Ja, also wer mit mir auch arbeitet in den vielen psychologisch oder Coaching-Sitzungen, der weiß, dass ich zum Beispiel auch innerhalb der Zwiebelschale, also diese Außenzwiebelschale ist auch noch mal bei uns quasi drin, kann ich auch in verschiedene Bewusstseinsanteile rein und sogar manchmal Rollenspiele sogar aus diesen Bewusstseinszuständen raus machen, ja? So, und es führt natürlich dazu, dass ich Dinge erahnen kann, oft auch in der manchmal auch in der Zukunft. Also wenn ich jemand vor mir habe, also manchmal graust es mich auch für Leuten. Kein anderer würde das im Außen sehen, aber wenn ich neben jemand stehe, dann sage ich, boah,
bloß weg hier, das ist ganz, ganz ungut. Ja, also ich spüre den und ich kann dann auch quasi von der Zwiebel, naja, mir fällt nichts anderes als dieses bekloppte Bild ein, auch auf die Gegenseite mich rüber beamen, wenn du so willst. Also ich kann zum Beispiel in das Gehirn von meinem Komplementär, also nicht hochsensiblen, sondern zum Beispiel einer narzisstischen Persönlichkeit oder einer psychopathischen Persönlichkeit. Das heißt, ich kann vage erahnen, wie der denken wird, wie der ticken wird, was er wahrscheinlich tun wird. Deswegen auch diese ganzen vielen Videos, wo ich dann immer sage, so mach mal, jetzt machen wir mal das oder jetzt müssen wir das machen, weil die Gegenseite wahrscheinlich das und das jetzt tut. Also das so ein bisschen als, ja, als Erklärung. Ja? Also ich rede nicht zu Geistern oder wie manche sagen, zu Toten. Ihr erinnert euch vielleicht auch ans letzte Video, wo sie vehement dagegen angegangen sind und haben gesagt, sie sind nicht tot. Auch im letzten Gedicht, in den Gedanken, die ich gekriegt habe, werde ich euch das nochmal vermitteln, wie ihre Wahrnehmung ist. Ja? So, ich möchte jetzt im nächsten Abschnitt eingehen auf ein paar Fragen, die von euch gestellt wurden, die diese Videos geguckt haben. Ich gehe jetzt mal vor allen Dingen, ich gehe mal drei Hauptfragen durch, weil das viele gefragt haben. Also eine markante Frage war zum Beispiel, merken die Gefallenen, also die Soldaten, dass sie verarscht wurden, also dass man sie benutzt hat, ja? Und dann bekam ich die Antwort, sie hätten eine komplett andere Warte, also sie würden das Ganze auch holistisch sehen, ja? Sie hätten eine andere Bewusstseinsstufe und sie sehen alles, ja? Aber das Thema wäre, wir legen falsch, ja? Also in unserer Wahrnehmung, sie sind verarscht worden und was weiß ich, was wir uns historisch alles denken. Sie insistieren darauf, alles wäre historisch anders. Also was? Das müssten jetzt die Spezialisten oder Historiker von euch rausfinden. Sie sagen, es wäre historisch alles anders. So, dann nächste Frage. Sollen wir jetzt alle die Seelen ins Licht schicken? Also hier ist ja dann auch eine ganze Orgie ausgebrochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder, der irgendwie esoterisch oder sonst was unterwegs ist, jetzt auf mich losgestürmt und hat mir jetzt da erzählt, telefonisch oder schriftlich, wie er die Seelen alle kiloweise jetzt da oben ins Licht schickt. Ja, und da muss ich euch etwas, eine ganz andere Antwort der anderen Seite geben. Also auf die Frage, soll man sie jetzt alle ins Licht schicken? Ja, das wäre ein Denkfehler. Sie sagen, nein, es ist ein Fehlglaube. Ja? Sie hätten hier eine Aufgabe. Also das ist auch in diesem göttlichen Plan scheinbar kein Zufall, dass sie hier gebunden sind. Also wir sind jetzt hier wieder bei Mephisto, die Kraft, die Böses will und doch das Gute tut. Das heißt, hier in dieser Erdgebundenheit haben sie jetzt eine Aufgabe, und zwar den Geist unserem Lande zurückzugeben. Ja, müssten wir mal drüber nachdenken. So, und sie wollten ihre Familien, das kommt öfters in diesen Gesprächen vor, schützen und Schutz bieten. Ja, wir sollten sie also jetzt nicht wegschicken, sondern sie wollen ins Leben geholt werden, also sichtbar werden. Ihr erinnert euch, sie wollen Gesicht und Namen und Ehre und Würde bekommen. So, und sie wollen sich mit ihren Familien verbinden. Dann erst würde Friede eintreten. Ja, aber solange diese große Verwirrtheit noch vorherrschen würde und die Unwahrheit, gäbe es diese offene Rechnung. Also es müsste noch was beglichen werden, es muss noch was in die Wahrheit gebracht werden. Und dieses, ihre Seelen sollen alle nach oben geschickt werden, wäre eines der Taktiken. Ja, man wolle sich ihrer entledigen, weil sie jetzt gefürchtet werden. Also es scheint bekannt zu sein, dass diese Seelen eine gewisse Aufgabe jetzt übernehmen können und es quasi zu einer
ja, wie soll man sagen, zu einem Zusammenschluss von Materie und Geist kommen könnte, was der dunklen Einheit oder dem Dunkel-Egregor natürlich destruktiv Schaden zufügt. So, dann haben viele von euch gefragt, wie sie Kontakt aufnehmen können. Sie sagen, es gibt da überhaupt keine Regeln. Also ihr braucht keine Regeln, keine Rituale oder keine formalen Gebete, sondern es würde reichen, wenn ihr mit ihnen redet. Also du könntest mit ihnen genauso reden wie mit jedem anderen Menschen auch. Also sie sind nicht tot, sie sind nur in einer anderen Wesenseinheit anwesend und du könntest sie quasi rufen. So, sie sagen, ihr könnt Kontakt aufnehmen durchs Gebet oder indem ihr unsere Namen aussprecht. Und auch wenn ihr unsere Namen nicht kennt, weil viele auch gesagt haben, sie haben keine Kenntnisse über ihre Vorfahren, ja, du bräuchtest es gar nicht. Es würde genügen, hieß es da, wenn du zu so einem Kriegerdenkmal hingehen würdest und würdest dir einen Namen rausnehmen und mit diesem, also den Namen aussprechen und mit dieser einen Person reden, dann würdest du zu allen kommunizieren, weil diese Person wiederum mit allen verbunden ist im Feld. Ja, und dann bringen sie noch andere Sachen, dass sie eben sagen, dass es wunderschön war, das mit den Kerzen ihre Fotos anzugucken, dass manche ihre Briefe gelesen haben. Ja, und mit Tagebüchern und noch ein paar so Sachen erzählen sie da gerade. So, was für euch noch wichtig ist, der Kontakt ist unterschiedlich, den sie zu euch aufnehmen. Ja? Die wenigsten sagen, sie können sie erahnen, sich also sichtbar, sondern viele können sie hören, aber die meisten von uns würden sie fühlen, ja? Spüren. Also, dass du zum Beispiel aus dem heiteren Himmel wahnsinnig viele Tränen vergießt, wie jetzt auch eine Dame hat ja zu diesem Brief der Ahnen sogar eine wunderschöne Musik gemacht oder komponiert oder also die habe ich auf Telegram gestellt und dann sind Bäche von Tränen gelaufen. Also das sind so Auslösepunkte, wo diese Tränen quasi oder das Wahrnehmen dieser Seelen sie quasi ins Seelenheil bringt. Ja? Also du kannst sie fühlen oder aber, Grüße hier an der Stelle auch an Peter Denk, in diesen Gebeten hat er immer gesagt, er wurde dann berührt letztes Wochenende und immer wieder an der Hand und immer wieder. Und er hat hingeguckt, dann hat die Augen aufgemacht und hat aber, weil er gedacht hat, hockt eine Fliege, aber es war nie eine Fliege da, sondern und immer wieder wäre seine Hand berührt worden. Ja, also das könnte zum Beispiel passieren. Oder bei mir ist passiert, wenn ich jetzt, ich habe neulich auch gebetet und habe mit meinen Vorfahren geredet und plötzlich ist auf der Treppe, da habe ich eine Menge Kisten stehen, weil ich gerade so ein bisschen auch Ahnenforschung betreibe und Fotos habe, auf einmal kippt mittendrin eine Kiste um und zerstreut unendlich viele so Sterbebildchen von früher. Ja, da mal irgend so eine Oma oder Urgroßmutter hat da so Sterbebildchen gesammelt in so einer Tüte und die sind dann, meine ganze Treppe war übersät mit Sterbebildchen, mit Fotos dieser Menschen drauf. Also solche Dinge können passieren. So, was Ihnen wichtig ist, dass ihr wisst, ich versuche es jetzt mal ein bisschen in eigene Worte zu knüpfen, sonst wird es zu lang gehen. Sie vergleichen diese Traumasituation, die wir oft aus dem persönlichen Bereich kennen, mit einem ganzen Land. Also, ihr wisst ja alle, dass wenn bei uns der Schmerz zu groß wird, Schmerz, Leid, Qual, Missbrauch, was auch immer uns irgendwann passiert ist. Wenn die Psyche irgendwann überfordert ist, wird sie versuchen, diesen großen Schmerzanteil abzuspalten. Also wie so ein Abszess, also eine Entzündungsherd, der mit einem Abszess ummantelt wird und drunter ins Archiv geschickt wird quasi, damit er oben keine Unruhe stiften kann. Also eine Abspaltung, die
erst dann wieder geheilt werden kann, wenn diese beiden Anteile wieder zusammenkommen. Das ist zum Beispiel ja auch hier meine Arbeit, die ich häufig mit den Menschen mache, dass ich den Tageslichtmenschen, wenn du so willst, der im Alltag durch die Gegend rennt, wieder verbinde ganz behutsam mit dem Anteil, der abgekapselt irgendwo im Archiv sitzt und diese ganze Dramatik und das ganze Leid verwaltet. So, und jetzt nehmen wir das Parallelbild dazu. Wir gehen davon aus, dass dieses Land mit all seinen Menschen, also diese Seelen sagen auch immer Vaterland, es taucht immer wieder das Wort Vaterland auf, ja, dass es die Menschen gebe und durch diesen Krieg, dieses Leid, dieses Drama, würde das Schmerz, das Unrecht, das Herzeleid, sagen diese Leute immer, oder die Scham und die Schuld eingekapselt, oder sie nehmen hier einen ganz speziellen Ausdruck, das Leid ist eingespeist in die Tiefe der Krume, also Krume für Erde. Und sie sagen, die Seele Deutschlands muss geborgen werden, also es muss ans Tageslicht kommen, was da an Leid, an Unrecht, an Schlimmem passiert ist. Vorher gäbe es keine Heilung und keinen Frieden. So, was heißt das für uns? Das würde bedeuten, dass diese zwei Anteile, Geist und der materielle Tageslichtmensch, der wir sind, ja, diese tiefe Geist in unserem Land und wir zusammengefügt werden dürfen. Also, dass diese Fragmente wieder zusammenkommen dürfen in einer heilsamen oder heiligenden Handlung. Ja, also ihr merkt schon, dann ist es eben auch Käse, wenn sie uns erzählen, wir müssen die alle ins Licht schicken, klar, weil dann kann es zu dieser Vereinigung oder man kann ja fast schon sagen, chemischen Hochzeit gar nicht kommen. So, und sie sagen weiter, durch diese Heiligung, durch diese Ganzheit, ja, würden zwar bei euch ganz viel Tränen und Schmerz hochkommen, all das Leid, also ihr fühlt über die Generationen nach hinten all dieses Unrecht und Leid und was diesen Menschen passiert ist. Aber ihr dürft zuversichtlich sein, mit ihnen und mit ihren Gefühlen kommen auch wieder die Gesänge. Sie haben dann erzählt von ihren vielen schönen Liedern, die sie hatten und die Liebe zu ihrem Land, zu der Landschaft, zu ihrer Familie. Ja, also es kommt nicht nur Leid hoch, sondern auch das ganze Gefühl oder das, was uns als Menschen hier ausmacht. Und sie ergänzen dann noch und sagen, wenn wir ganz wären, also wenn diese Fragmente sich wieder fügen, sie haben auch einmal in einem Bild gesagt, es wäre wie wenn du von einer Festung eine Mauer abgerissen hättest und die Feinde könnten da eindringen. Und sie sagen, wenn das Ganze wieder komplett ist, könnte der Parasit, der Eindringling, das Negative, die negative Energie nicht mehr die Hohlräume besetzen. Da habe ich ja auch schon mal in den älteren Videos ein bisschen was dazu erzählt, wenn er euch erinnert. Ja? Den Becher füllen, damit das Negative nicht eindringen kann. So, jetzt sind hier ganz, ganz viele Informationen reingekommen. Ich muss mal gucken, was ich euch davon überhaupt weitergebe, was euch interessiert, weil manches ist auch an mich gerichtet. Also gerade in diesen Gebeten mit Jesus kommen da sehr viele Botschaften an mich rein. Was interessant ist, weil das jetzt seit ungefähr 2-3 Wochen sehr häufig vorkommt, immer wieder der Auftrag, also mehrmals, wir sollten Deutschland und Palästina miteinander vergleichen oder so ähnlich. Wir hätten das gemeinsame Los auf einer anderen Zeitebene. Also ob das jetzt meint, was das Schicksal von uns und Palästina jetzt ist, oder ob das sich auf Zeitverschränkungen bezieht, mit vielleicht um Jesus, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, wir sollen vergleichen und verstehen, heißt es hier. Also prägt euch das vielleicht mal ein. Manchmal, weißt du, die Botschaften kann man erst danach kapieren. Jetzt in der Jetztzeit noch nicht, aber erst in der Rückwärtsschau.
was damit gemeint war. Dann kommt immer wieder ein Traum hoch, den ich schon lange habe. Ja? Und zwar, der geht um König David. Deswegen heißt auch mein Sohn mit zweiten Namen David. Wo dieser schon betagte König David ganz hoch oben auf einer Anhöhe steht, auf so einem Berg, und sich dort aber herunterstürzt, ja, aus Verzweiflung über sein Volk. Und ich bin seine Tochter. Und der Ritus, und es ist nicht gerade so knusprig, ja, der Ritus sieht es vor, dass ich meinem Vater in den Tod folge. Ich soll lebendig ins gleiche Grab gelegt werden wie er. Und ich scheine mich, was mir nicht so gut gefällt, ich scheine mich diesem Ritus widerstandslos zu fügen, weil es die Sitte in unserem Geschlecht oder in unserem Stamme ist, so vorsieht. Gut, dann hatte ich noch ein paar Gespräche mit den Gefallenen als Ergänzung, weil mir manches nicht klar war. Ich habe dann nachgebohrt, warum werden denn die Seelen überhaupt festgehalten und kämen nicht nach Hause? Und dann haben sie geantwortet, wir sollen kollektiv festgehalten werden und durch größtes Leid wäre das nämlich möglich. Dadurch würden Seele und Körper getrennt. Und sie haben dann irgendwas auch von Ritualen gesagt. Also durch Rituale würde die Seele und Körper getrennt. So stehen diese Seelen dann jenen Mächten zur Verfügung, die aus Leid und großem Schmerz ihre Energie generieren. Da taucht das Wort Speicher auf. Habe ich gefragt, warum will man denn die Seelen aktuell nicht gehen lassen? Ihr erinnert euch an das Video, wo ich gesagt habe, dass auch die Sterbeprozesse so seltsam sind und manche Leute sagen, die wären vielleicht wie, es fühlt sich an, wie wenn die besetzt wären. Sie sagen, das würde stimmen, also sie sollen gebunden werden, sie werden als Heer gegen die eigenen genutzt. Das Leid, die Angst, das Drama könnten sie auf die Menschen übertragen und damit diese Menschen in Todesnähe ziehen, also sie quasi runterziehen. Dies ist der Missbrauch Menschen gegen Menschen. Dies wäre eine Perversion, indem man sie zwänge, die eigenen umzubringen. Also sie reden immer von die Unsrigen oder die eigenen, also wahrscheinlich die eigene Familie oder so. Aber sie würden sich widersetzen. Die göttlichen Gesetze ließen dieses nicht zu. Sie würden sich nun gegen die Peiniger richten und die Saat, die sie gesät haben, würde sich nun gegen sie selbst richten. Dann nächste Aussage, da war ich ein bisschen stutzig, weil ich bin ja nicht so der Kinogänger. Sie haben gesagt, ich soll mir einen Film anschauen. Wir leben in einem Zeitalter der Tribune von Panem. Oder das ist ja so ein Kinofilm, den muss ich mir noch mal ein bisschen näher anschauen. So, und jetzt geht's los. Man wähle aktuell die Vortrefflichsten und schicke sie in einen tödlichen Kampf gegeneinander. Dabei soll nur einer übrig bleiben. Also das siehst du so in Ansätzen auch schon so ein bisschen in der Pionierszene, bei den Leuchttürmen, in der Aufklärerszene, bei den Leuten, die auch kritisch mal auf was drauf gucken. Ja, das ist fast wie so ein Wettkampf inzwischen. Wer wird überleben? Also wer kommt durch diese Hürden und diese Prüfungen überhaupt durch? So, die Vortrefflichen, sagen sie, werden so gezwungen, die Anmut, den trefflichen Geist, die Liebe und die Tapferkeit zum Auslöschen zu bringen. Also indem die Vortrefflichen sich mit den Vortrefflichen quasi auseinandersetzen oder sich bekriegen, werden diese Tugenden oder diese Dinge zum Auslöschen gebracht. Dann sagen sie weiter, das Volk wird dazu jubeln, die Oberen werden Spaß haben an dem Blut und an dem Verderben. Der eine, der übrig bleibt, heißt es, soll sich nicht mehr vervielfältigen. Aha, okay, das würde bedeuten, die werden aussortiert und die Guten sollen sich quasi nicht mehr fortpflanzen können. Also ist jetzt so meine Interpretation.
So, und dann kommt noch mein letzter Satz, weil ich dieses Gegenüber, die Seelen, gefragt habe, wie die aktuelle Situation wäre. Wobei ich mir an der Stelle aber nicht mehr sicher war, welches Bewusstsein da mir geantwortet hat. Es war nicht nur männlich. Es war wie wenn so eine Überenergie einer weiblichen Bewusstheit da mitschwingt aus der Kriegsgeneration. Sie sagen, viele von uns haben sich mit ihren Familien verbunden. Damit seid ihr gemeint. Also damit sind scheinbar die letzten 2 Wochen gemeint, dass hier vieles passiert ist, wo sie sich verbunden hätten. Sie sagen weiter, die Herzen sind weit geworden. Wir sind unseren Gräbern entstiegen. Und die unsrigen, da kommt wieder dieses Unsrige, und die unsrigen haben sich nicht gefürchtet. Es war uns ein Fest. Die vielen Tränen erlösen uns. Sie haben aber auch mit der Fröhlichkeit alter Sie haben sich aber auch mit der Fröhlichkeit alter Feste verbunden. Also es war mir ein bisschen so unklar. Also so auf die Art, die Tränen sind hochgekommen, sie haben das Weinen, die Tränen von euch gespürt, aber mit ihnen kommt auch die Fröhlichkeit der alten Traditionen, der alten Feste, der alten Lieder. So, und jetzt habe ich danach gefragt, ja, was sagt jetzt die andere Seite dazu, zu diesem, was da jetzt gerade passiert? Und dann hieß es, sie schmieden Pläne, sie wurden überrascht, niemand hat damit gerechnet. Wütend betrachten sie das Aufeinandertreffen der Alten mit den Jungen, sie wittern Verrat. Sie wollen dort hineinschlagen in ihrer Wut. Aber es sind schon zu viele, die zueinander gefunden haben. Sie wissen nicht, wie sie mit all dem Trubel überall umgehen sollen. Dass da es einer wagt, diesen Schritt zu tun und sie heimlich zusammenzuführen, die Jungen mit den Alten, das stand nicht auf ihrem Plan. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, das möchte ich euch jetzt nicht alles vorlesen. Wir müssen uns jetzt sputen, wir dürfen uns nicht aufhalten. Aber wir sollen keine Sorge haben, weil die Alten kennen die Pläne von denen, die Böses wollen. Hört, was wir euch sagen. Wir flüstern euch zu, was ihr tun sollt. Wir sind erfahren und kennen die schon, wie sie arbeiten. Der Herrgott wird's richten. Die sagen auch nicht Jesus oder Gott, sondern da kommt immer das Wort, der Herrgott wird's richten. Er mag nicht, wenn man die Seinen trennt, die Kinder von den Alten. Er wird dafür sorgen, dass alles wieder in seine Ordnung kommt. Also ihr seht da auch so ein gewisses Gottvertrauen dieser Menschen, dass alles seinen Gang geht und scheinbar in den Frieden kommt. Also das hört sich ja schon mal gut an, ja, weil wir müssen ja zugeben, wir waren noch nie in dieser Zeit und ohne diesen Geist, ja, der uns da eingebuddelt wurde oder aberzogen oder seit 80 Jahren ist da ja was im Busch hier, ohne diesen Geist können wir viele Dinge nicht erkennen, die auf uns zukommen oder wie wir adäquat reagieren sollen. So, und jetzt schicke ich euch noch einen kleinen letzten Text hinterher. Es ist auch eine Art Gedicht, aber auch nicht in Reimform. Ich habe versucht, das in Worte zu bringen, was ich gesagt habe, bekommen habe an euch als Botschaft. Und zwar geht es da um den Tod. Also hier wird nochmal drauf verwiesen, dass es den Tod als solches nicht gibt. Die Überschrift des Textes heißt Illusion. Der Tod, mein Kind, ist die Türe zu uns nach drüben. Fürchten lehrte man dich, das Tor zu betreten, führe es doch ins Nirgendwo. Nein, dem ist nicht so. Unsere Hände werden dich einst nach Hause geleiten, dort, wo dein Auge die deinen erkennt. Und dein Herz vor Freude springen wird, weil es die Heimat sieht, die man ihm so lange vorenthält. Wie ein Schatz
hütete man dies große Geheimnis vor dir, damit du nicht nach Hause fändest. Doch wir sind da. Wir werden dir zeigen, dass dort das pure Leben ist. So, dann wünsche ich euch alles Liebe. Bis zum nächsten Sonntag dann wieder. Mal schauen, was da in der Röhre ist oder was da noch kommt. Ich muss halt ein bisschen abwägen, ja, will ich jetzt dann wirklich Wissensdinge euch rüberbringen, so in meiner alten Art, oder will ich ab und zu eben diese Nachrichten mit reinspeisen, die ich kriege, beziehungsweise ganz stark auch über die Gebete mir vermittelt werden. Ich hoffe, dass ihr den Weg mit mir mitgeht, ihr Lieben da draußen. Ihr seid mir alle ans Herz gewachsen. Und wie gesagt, wenn ihr das Buch euch anschauen wollt, ich glaube, es ist ein großes Geschenk, was uns von oben nach unten gegeben wurde. Alles Liebe von eurer Susanne.